Morgen, ich bin wieder unterwegs. Da drüben ist die Grafsinsel mit dem Campingplatz. Und jetzt geht's wieder zurück nach Schermbeck. Die Nacht habe ich wesentlich besser geschlafen, aber wahrscheinlich auch, weil ich eh müde genug war. Ich bin mal gespannt, wie es heute aussieht mit dem Wind. Im Moment sieht es ganz gut aus. Hoffe mal, dass ich jetzt auch noch einigermaßen trocken zum Auto wieder zurückkommen. Das gestern hat mir gereicht. Ja, dann schauen wir mal. Also anfangs geht es auf jeden Fall hier wieder auf den Deich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit. Insgesamt müssten es heute auch wieder sowas um die 50 sein. Gestern waren es knapp über 60. Also sollte das so einigermaßen passen mit den insgesamt 160 Kilometern. Schauen wir mal. Ist Zeit für Regenzeug. Ich habe mal gedacht, ich komme drum rum, aber der Regen wird immer stärker. Hat keinen Sinn. Ja, vor 2 Monaten oder so bin ich hier zu Fuß lang gekommen. Da hatte ich zwar auch schon die Schilder von der Drei-Flüsse-Route gesehen und mich gefragt, welche Flüsse die drei Flüsse wohl sein werden. Aber das war gar nicht der ausschlaggebende Grund, warum ich jetzt hier die Route fahre. Ja, scheinbar hat es jetzt aufgehört zu regnen. Ich glaube, ich ziehe das Regenzeug aus. Zumindest die Regenjacke. Ja. Ja, das mit dem Regen scheint sich jetzt, Klopf auf Holz, erledigt zu haben. Jetzt sind wir gerade ein Stückchen am Kanal entlang gefahren. Und hier bei Hüngste verlassen wir den Kanal aber schon wieder. Und dann geht's wieder weiter nach Schermbeck. Ist jetzt gar nicht mehr allzu weit. Ich habe jetzt heute 41 Kilometer auf dem Tacho. Müsste so knapp über 50 sein. Schloss Galen. Ja, jetzt geht es noch durch den Ort Galen durch und dann kommt dann auch schon bald irgendwann Schermbeck. Ich habe übrigens gerade gelogen, ist nicht Schloss Galen, das ist Schloss Gartorp.
Weigalen. So, dann müsste das dann jetzt endlich Galen sein. Also das letzte Stück bis nach hierhin, das war schon recht ekelhaft. Also wenn du Schermbeck als Startpunkt hast, irgendwie gefühlt kommst du dem Ort gar nicht näher. Erst waren es 8 Kilometer, dann 6,5 und dann waren es auf einmal wieder 10 Kilometer. Weil weil die Strecke irgendwie mehr oder weniger im Zickzack verläuft. Ist das schon, zieht sich dann und hoch und runter ohne Ende. Ja, aber jetzt sind wir in Galen und dann ist nicht mehr weit bis Schermbeck. So, Schermbeck wäre jetzt erreicht. Dann kann es ja eigentlich nicht mehr allzu weit bis zu meinem Auto sein. Da ist es, ich sehe es schon.